Wir gehen nochmal ins Baumhaus. Nein. Ach so. Oh. Gut, dass ich es gesehen habe, dass man den Teppich vorrücken kann. Geil, ja. Dieses Schloss ist verrostet. Dieses Anwesen hat schon bessere Tage gesehen. Wenn ich den Rost entferne, kann ich die Schrauben lösen. So lösen? Den Rost entfernen? Mit was denn? Rostentferner? Ein Rostlöser? Ist hier Rostlöser? Gibt's überhaupt sowas? What the fuck? Bestimmt in der Kiste ist Rostlöser drinne. Das ist eine seltsame Holzruhe. Ich weiß nicht, wie man öffnen kann. Muss ich herausfinden, was drin ist. Wenn ich den Deckel nicht öffnen kann, muss ich einen Weg finden, ihn zu zerstören. Kannst du hiermit mit der Machete zerstören? Ich sollte das Holz vorsichtig entfernen. Blub. Wieso vorsichtig entfernen? Quark doch nicht. Quark doch nicht rum, ja. Vorsichtig entfernen. Blub, ey. Versteck. Hat man noch irgendwo... Eispickel? Brauchen wir noch irgendwas? Da brauchen wir noch den Stiel da von der Hellebarde. Sehr cool. Mal sehr, sehr cool und so. Was machen wir denn jetzt? So eine Kacke. Oh. Was machen wir denn jetzt? So eine Kacke. Geht doch nicht. Geht doch echt nicht. Moment. Kurz. So. Hab ich kurz einen Folgen-Thumbnail gemacht. Freunde, Kollegen. Das muss ich schon immer machen, ne? Machen wir den jetzt, Gefäß, Herzhälfte, Machete, Becher, Musikstücke. Nimm, 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 nimm. Geil, die reagiert auf meinen Mauszeiger, die Rabe. Breakdance, yay, 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 yay. Yay, 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 Headbang, Headbang. Oh lol. Das hat gerade Spaß gemacht. Och man, oh, machen wir denn jetzt Herzhälfte, Machete, Becher, Gefäß mit einem Mosaikstück? Gibt's ja irgendwo ein Mosaikstück? Och man, oh. Kachel. Jörg Kachel. Ja, Hust. Blub, ne? Diese Wortwitze wieder heute. Der Wahnsinn. In dem, was, in einem was? In einem Jahr haben wir unsere Lieblingsgedichte an diese Wand angebracht. Ich kann nicht glauben, dass sie immer noch da sind. An der Wand ist eine weitere Inschrift. Ich hasse dich. Wo steht denn hier? Ich hasse dich. I hate you. I hate you. Rostfüller. Fußabdrücke. Ein Schachspiel vielleicht. Ein Smiley. Kiste. Kiste. Ja, cool. Was machen wir denn jetzt? Ich habe ein bisschen wenig bei dem Rätsel geredet, wa? Muss man mehr bei Rätseln reden. Auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall mehr bei Rätseln reden. Das wäre toll. Oh, ich weiß echt nicht, was wir jetzt machen. Manu, was machen wir denn jetzt? Chateau. Schade. Wo kommt denn eigentlich der Name hier rein? Nur mal so. Okay. Kann man hier noch irgendwas machen? Dann können wir nicht doch hier den Korken hier rauspulen mit der Machete. Oh Mann, oh. Der Vogel ist auch schon weg. Der Vogel ist auch schon ausgeflogen wieder. Wir haben ihn ja in die Freiheit entlassen, den Vogel. Och man, oh. Och man, oh. Was machen wir denn jetzt? Handbuch steht auch nicht drin. Ich glaube nie. Keller. Draußen vom Friedhof nochmal. Ach ja, ich weiß das doch nicht. Sehr gute Wahl. John Gray's Hand, ja. Kann ich nie. Ich weiß, hier fehlt das hier. Das hier fehlt ja.
funktioniert nicht. Ist das ein Rubinring? Ja, ne? Geil. Ein Rubinring. Ach, mein Schatz, wäre doch nicht nötig gewesen. Aha. Mach doch nicht so was Teures. Aha. Ja, ich nehme den Antrag an. Ja. Ja. Ja, lieben gerne. Küss mir die Hand. Ja. Zur Mutter zum Geburtstag geschenkt bekommen. Cool. Das Kleid sieht cool aus. Auf jeden Fall. Unser erstes Wimmelbild. Boah, das ist echt blöd, was wir jetzt machen müssen. Nee, das ist echt blöd, ey. Ohne Mistmann. Das ist echt blöd, ey. Ah, den Mietenjuckel gibt's ja noch. Die poppen dann einfach so weg. Lol. Oh, das klingt eh. Oh, das klingt eklig. Am Eingang der Kirche haben sich die Mieten eingesiedelt. Geht man von der Größe der Mieten übrigens aus. Über dieses Gebäude schon sehr lange nicht. Was schon sehr lange vernachlässigt. Termiten. Geht das, wenn wir die in das Glas reinmachen, die Termiten? Geht das? Ach so. Natürlich, Termiten gehen ja natürlich auch freiwillig in das Glas rein. Das machen die natürlich frei. Haben wir irgendwo Holz gehabt? Haben wir zu fressen lassen müssen? Ja, ich glaube hinten. Sie hat irgendwas von Zerstören gesagt hier. Der Gutste. Hier, Zerstören. Hier, zerstört mal. Oh, eine Säge. Eine Säge, eine Chainsaw. Chainsaw, Texas Chainsaw. Massacre. Geil. Wissen wir sogar, wie es weitergeht. Endlich mal. Können wir das Ding endlich abschneiden hier. Was haben wir denn? Matchstick. Mit dem Matchstick gehen wir doch hier hin. Das haben wir doch alle schon gesehen. Matchstick. Ice Pickle. Mit dem Ice Pickle kann man die Kachel bestimmt aufmachen. Eispickel. Dusch, 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 dusch. Ach, hier ist der Rubin. Ja, versteckter Rubin. Haha. Madame, wünschen Sie einen Rubin, Madame? Ich nehme das mal an dich, ne? Ich nehme mal deinen Handschuh, ne? Du dreckig geschüft. Pam pam, du dreckig geschüft. Und so brauchen wir den Handschuh. Ich hab dich mal ausgezogen. Geil, ausgezogen. Hohoho. Und so brauchen wir jetzt einen Handschuh. Hä? Mit dem Handschuh machen wir bestimmt jetzt den Korken wegwetten. Das funktioniert nicht. Ach so. Natürlich funktioniert das nicht. Aber manchmal finde ich die Rätsel auch ziemlich geil, logisch, ne? Darum komme ich auch so schnell voran. Ziemlich geil, ne? Also ich spiele das jetzt zum ersten Mal, ne? Nur manchmal erscheint mir das ziemlich logisch, die Rätsel. Und da kann ich mir auch einiges so ein bisschen herleiten. Darum erscheint das vielleicht zu schnell. Und vielleicht hier, wenn wir den Handschuh da hochwerfen? Nee, ne? Nee. Okay. Hat man hier ein Baumhaus noch irgendwas? Ich klicke auch immer so schnell. Den Rost entfernen, mit dem Handschuh Rost entfernen? Geht das? Nee. Oder abkratzen? Mosaikteil. Was machen wir eigentlich mit dem Becher? Keine Ahnung. Machen wir denn mit dem Becher? Und das war's auch schon wieder mit der Findung. Ich habe schon wieder alles gefunden. Statuenhals. Ohne Werkzeug komme ich den Schlüssel nicht heraus. Was für ein Schlüssel? Den Schlüssel? Hä? Wie kommt die Kette dorthin? Ich benötige etwas Langes, um ihre herauszuholen. Handschuh geht nicht. Wozu braucht man den Handschuh? Okay, Handschuh. Ich sitze gerade so in einer entspannten Position hier davor und rätsel ein bisschen. Macht mir irgendwie Spaß, das zu rätseln. Ich weiß auch nicht, ich finde das cool. Vielleicht mach ich noch ein paar weitere. Himmelbildspiele, die machen mir irgendwie Spaß, ich weiß Uni. Die machen voll Spaß. Das ist geil. Ich
fürs ODA, das ist das neue, das ist der neue Shit, den ich jetzt irgendwie so für mich entdeckt habe. Für Wimmelbildspiele ist übs cool, ey. Für jeden. Mir macht es übs Spaß wie Sau. So ein bisschen rätseln und ich finde das übs gut. Ich will ja mal wissen, wie es bei euch ankommt, so ein Wimmelbild. Ist das so? Ist das was für so ein Let's Play? Kann man das da machen oder? Ich wollte es mal gerne wissen. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Bitte schön oder. Wenn ihr das so wollt. Und dann mal sagen, ob das was für ein Let's Play ist so. Ich finde es halt ziemlich cool. So mal als Abwechslung so. Mal ein Wimmelbildspiel. Ist immer was Neues. Finde ich so. Das hat man auch noch nicht so oft gesehen. Wimmelbildspiele als Let's Play. Finde ich jetzt so. Das gibt es eigentlich ziemlich selten. Ich habe es seltenst gesehen, dass irgendjemand mal Wimmelbildspiele macht als LP. Weil, weiß nicht, weil vielleicht zu langweilig oder vielleicht zu... Keine Ahnung. Mir machen sie Spaß auf jeden Fall. Ich finde die cool. Auf jeden Fall, ja, Handschuh. Was machen wir denn jetzt mit der Handschuh? Der Herzhälfte. Machete. Becher. Mosaikstück. Wir könnten uns zwar einen Tipp hier abholen, wo wir als nächstes hin müssen, aber ich möchte schon irgendwie nicht so. Und nicht, dass der Eindruck irgendwie aufkommt, ich hätte die Tipps benutzt, ne, in irgendwelchen Pausen oder so. Hab ich mir alles selber zusammengereimt hier, ne, das ist schon klar, ne. Ach so, Hundehütte. Luisas Handschuh, genau. Riech mal. Kraut er jetzt auf dem Handschuh rum? Hundehütte. Was ist das denn? Zugemülltes. Zugemüll für Schwein. Ohne Puppenhand. Hm. Eine Katze, eine Kette und ein Schlüssel. Katze, 23.01. Oh. Haben wir sogar. Huch. Ich habe nochmal 23.01 gelesen hier. Ein Schuh? Nee. Kette. Ein Kürbis. Das ist eine Hand. Hm. Knochen. Der Musikknochen, der Handknochen, ein Storch war das. Ich klicke mal das an, was so ein bisschen auffällig aussieht. Was so ein bisschen raussticht aus dem Bild. Ich finde manche Dinger, manche Gegenstände, die stechen übelst raus, so wie das Medaillon hier. Das sticht übelst raus aus dem Bild, oder? Und trotzdem kann man das nicht anklicken. Eine Kordel. Das braucht man nicht, Laub braucht man nicht. Eine Pfeife brauchen wir auch nicht. Och, nicht. Nö, brauchen wir nicht, no. Ein bisschen sächsisch hier zu reden, no. Wie der Hund hier vor allen Dingen lebt. Wie der Hund hier lebt mit dem ganzen Müll. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich würde dem Hund mal ein etwas angenehmeres Zuhause verschaffen. Nicht in so einem Dreckstall hier. Ich weiß nicht, ey. Knochenmond. Brauchen wir das hier? Was ist denn das? Eine Katze war das? Okay. Der wohnt ja in dem übelsten Dreckstall, der Hund. Der arme Hund. Tut mir übelst leid. Dass er in so einem Dreckstall hier hausen muss. Wahnsinn, ey. Was ist das? Oh. Ein Pfeil. Okay. Na dann. Ein Pfeil halt. Na dann. Na dann, na dann. Knochen, Mohlen, Schloss, Schlüssel, Kette. Hier ist ein Knochen. Hab ich gerade mal so aus dem Augenwinkel gesehen. Ein Mond. Wo will ich denn den Mond finden? Okay. Ach so, ich dachte, was ist das denn komisches hier an der Seite? Na denn. Das hier ist Schloss. Oder so auffällig hier das Schloss. Lol. Kette und Schlüssel. Hm. Der Musikknochen. Und die Kette, Schlüssel. Die Kette an dem Schlüssel. Das ist eine Schlüsselkette. Eine Kette mit einem Schlüssel dran. Was die brauchen wir nicht, ne? Nee. Was ist da die Kette hier? Das ist doch die Kette. Alter! Was ist da die Kette hier? Was ist da die verschissene Kette? Alter! Ah, Kette! Kette! Kann das nicht, oh, ich kann die scheiß Kette nicht einklicken. Troll, lolol. Es ist...